voice. What to fight. Ich merke schon. Mann, warum immer die blöden Hunde? Gegen die kann ich nichts ausrichten. Ich kann nur die Eier umhauen. Also da oben die Hunde, die greifen zuerst an, deswegen beschwere ich mich gerade. My turn now. May the sacred flame shine forth. Let's do this. Los, aufs andere Ei. So, mal gucken. Pflaume, 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 Olive, Feuer, Eis, Feuerschaden, Feuerseelenstein, los! Interessant. Sollte ich mir merken. Aber nicht zu Übermaße einsetzen, sonst haben wir bald keine mehr von denen. Die sollte ich mir für Notfälle aufheben. Eben wie jetzt, wenn ich mal wieder nichts habe. Ich sollte das Wirtshaus aufsuchen. Aber erst nachdem ich sämtliche Leute belabert habe, wieder schon fast... Oh. Und das Geld steigt und steigt und steigt und steigt. Hier sind wieder ein Klarach. Da, wo diese Aufnahmen angefangen haben, wieder 126. Was? Ich habe sie schon studiert? Wer bist du? Die stärkste Frau des Dorfes. Eine Tatsache, das sie mit großem Stolz erfüllt. Die Kunde ihrer Kraft hat sich weit verbreitet. Preisnachlass und Gast. Warte mal, wann habe ich dich bitte untersucht? War ich jemals mit Cyrus hier? Oder hat sie mir das einfach erzählt? Nee, lassen wir ihr mal die Axt. Dann wollen wir mal sehen. Anlass 27. Dieser Fischer ist ein stolzer Sohn Klaas, liest den Wind und das Wasser wie Gelehrte ihre Bücher und könnte jeden Tag einen Fang einfahren, der eines Königs würdig ist. Daraus Liebe zum Fluss nimmt er immer nur das, was er braucht. Ein verborgenes Objekt gefunden. Halte die Augen offen. Prozent nur? Enkelin 21. Die liebevolle Enkelin eines kranken alten Mannes, der in seiner Jugend die Welt bereist hat. Seit ihrer Kindheit bewundert sie ihren Großvater und möchte seine Erlebnisse aufzeichnen, während sie ihn in seinen letzten Lebensjahren pflegt. Ein verborgenes Objekt gefunden. Kiste da unten noch offen oder zu oder? Sie ist offen. Okay, ich war da schon. Das war Alfies Haus, ne? The fact is. Ah ja, genau. Sie kennt nicht die gesamte ganze Geschichte. Dann nehme ich dich erstmal kurz auf. Okay, lassen wir das. Ich bin gleich wieder da. Moment. Mein Ruf ist ja noch in Ordnung. Mac, die Köchin. 32. Diese Köchin verwendet nur die besten regionalen Fisch, um einfache Gerichte zu zaubern, die jeder mag. Jeden Tag strömen die Leute in ihr Wirtshaus, um sich an dem zu ergötzen, was einige als den wahren Geschmack Klarachs bezeichnen. Sehr interessant. Nicht wirklich nützlich, aber sehr interessant. Traumessenz, meins. Stammgast, 28. Ein treuer Liebhaber von Max Küche, der bereits jedes Gericht auf der Karte gegessen hat.
kein anderes Mal scheint seine Gelüste zu befriedigen und in letzter Zeit weigert er sich, zum Kummer seiner Familie zu Hause zu speisen. Vorräte im Überfluss. Ah, Schmied und Plattner in der Stadt haben neue Waren. Das heißt das also. Gut, ich sollte öfters mal lesen, was da oben steht. Lesen. Ach ja, und ich wollte ihn hier noch. Das wird bestimmt interessant. Merrills Vater, 55. Dieser Mann ist sehr stolz auf seine Tochter. Er ist als erstes an ihrer Seite, wenn sie in Schwierigkeiten gerät. Er liebt seine Tochter, obwohl sie weiß, dass sie nicht ihr echter Vater ist. Und ich habe Merrills Vergangenheit. Sehr interessant. Sehr schön, da kann ich ihr auch endlich helfen. Der Bube ist Gold wert, habe ich das schon mal erwähnt? Meins. Ich sollte die Leute wirklich erst studieren, bevor ich sie ausnehme. Das ist vielleicht hilfreicher. Einsamer Enkel, Alter 9. Vor einiger Zeit erhielt dieser Junge die Nachricht, dass sein Großvater zu Besuch nach Klarlach kommen würde. Seitdem erwartete er aufgeregt dessen Ankunft, um Geschichten von Reisen zu hören, die er so sehr liebt. Okay, sehr interessant, ist klar. Bei meiner Ehre, bla bla bla, Herz aus Gold. Ah ja, du bist der, der alle ganz toll findet. Ich. Wieso Schandtaten? Ich untersuche euch doch nur. Viermal noch. Gerthas, 21, ein geistesabwesender, ungeschickter Bewohner von Klarlach. Er redet gern, hat aber noch nie ein böses Wort über jemanden gesagt und ist bei seinen Mitbürgern beliebt. Ein verborgenes Objekt. Irgendwo ist ein neuer Schatz verfügbar. Betonung auf irgendwo. Boah, hör auf zu labern. Drachenschild? Ich geh mal von unten los, ne? Elementar. Was? Puh. Okay. Das ist nicht ohne, aber nicht in meinem Budget gerade. Drachenschild ist, ja. Ich nehme 4. So, obskures Messer. Nö. Eisenaxt, obskures Beil, Hackbeil braucht keiner. Aber die elementare Lichtrüstung. Werte bei Ophelia an. Bei Cyrus auch. Und bei Hanit. Oh, ich werde nur eine kaufen und sie Philly geben. Oder nehme ich sie selber? Ist gerade echt nicht leicht. Nimm du die mal. Für den Rest sparen wir dann. So, ich glaube, diese Nüsse sind wirklich nur Kampf-Items. Ich verkaufe die jetzt einfach mal. Der Witz an der Sache ist, ich habe die letzten zwei Aufnahmen noch nicht mal gerendert. Ich habe sie mittlerweile geschnitten, aber noch nicht auf Start gedrückt, weil würde jetzt der Rechner rendern, könnte ich nicht weiter aufnehmen. Das ist so ein Interessenkonflikt. Aha. Ah, weg damit. Die behalten wir mal noch.
Runder Schild, 7. Verkaufen wir die 4, die wir gerade losgeworden sind. Robuster Schild, verkauf auch. Flüchtiger Schild, verkauf mal nicht. Hauptsache, wir haben noch genug Kohle, wenn wir gleich wieder da ankommen, wo ich den zweiten Stab kaufen wollte. Zef, 21. Zef ist der junge Apotheker aus Klarach. Zef, der junge Apotheker aus Klarach, verlor seine Eltern schon in jungen Jahren an die große Pest und musste sich danach allein um seine Schwester Nina kümmern. Da sie das einzige verbleibende Familienmitglied ist, lasse die Verantwortung für sie schwer auf ihm. Er ist entschlossen, ihr Wohlergehen über sein eigenes zu stellen. Und das bringt uns ein verborgenes Objekt ein. Irgendwo hier, nehme ich mal an. Ach ja, weil ich gerade so nett dabei bin. Drei Prozent ist mir echt zu riskant. Ja, ich würde gerne eine nach 72 Wucher. Bark. Hello. Ich meine Tochter Dingsbums gesehen? Ja, ach so, dich würde ich auch noch gerne aus studiere. Merits Mutter, 54. Diese Mutter liebt ihre Tochter über alles in der Welt. Sie ist immer darum, blablabla. Ein verborgenes Objekt. Zählt irgendwer noch mit? Hey. Ah ja, Lilly. Du hattest ja Immunität, weil du Lilly heißt. Hey. Warte mal. Achso, ein Buntheittrauben, okay. Und ich hab dich schon studiert? Okay. Lebende Wurzel. Silberaxt. Manchmal frage ich mich, wie das passiert. Gelehrter, 56. Meine Forschungen haben ergeben, dass man die Schlange in der Höhle von Rio, sein Großteil, bla, 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 okay. Bringt mir nichts. Wow. Das wird mir gerade zu teuer, aber ich würde echt gern wissen, was die für zu verbergen hat. Meryl, 20. Eine Bewohnerin von Klarach, der alles in ihrem Heimatort gefällt. Vom stillen Fluss und der warmen Sonne bis zum freundlichen Mitmenschen. Ein verborgenes Objekt zeigt sich. In Ordnung. Okay, dann helfen wir doch mal. Willkommen in unserem Dorf, mein Name ist Bla und so weiter. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Genau, die seltsame Flasche. Ich teile mal mein Wissen, damit ich auch endlich weiß, was ich weiß. Ich? Willst du damit sagen, dass ich nicht hier geboren wurde? Aber das kann nicht sein, das ist eine Lüge. Das kann nicht wahr sein. Es ist keine Lüge, mein Schatz. Aber du, Mutter. Es tut mir leid, mein Schatz. Wir wollten es dir eigentlich schon früher sagen. Es war vor 19 Jahren. Da war eine Frau mit einer Tochter namens Meryl. Sie kam hierher und bat uns so lange auf, das Kind aufzupassen, bis sie wieder zurückkehren konnte. Wir hatten selbst keine Kinder, obwohl wir uns danach sehnten. Du warst ein Geschenk des Himmels.
aber... Wir warteten darauf, dass sie zurückkam, um mich zu holen, aber... Monate und Jahre vergingen. Und mit der Zeit betrachteten wir dich als unsere eigene Tochter. Wir sind nicht dein Fleisch und Blut. Aber wir lieben dich, als wäre es so. Ich liebe dich auch, Mama. Aber ich muss die Person finden, die diese Nachricht geschrieben hat. Es tut mir leid. Vielleicht hat sie die Antwort, die ich schon so lange suche. Tu, was du tun musst, mein Schatz. Wir werden für dich beten. Vielen Dank, Vater. Wer auch immer diese Flasche ins Wasser geworfen hat, muss irgendwo flussaufwärts leben. Ich werde aufbrechen, sobald ich meine Tasche gepackt habe. Ich werde die Person finden, die diesen Brief geschrieben hat. Wir haben es kapiert. Nun geh. Es tut mir leid, Meryl. Das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Immerhin eine Olivenblüte, ey. Okay, jetzt müssten alle durch sein, richtig? Richtig. Schlafkorb, so, jetzt müsste das auch durch sein, oder? Richtig? Richtig. Gibt's noch irgendwas, was ich in diesem Dörfchen hier erledigen sollte? Müsste, könnte, dürfte? Eine Widerstandsnuss. Okay. Was sagt denn die Ausrüstung? Silberweste. Eisenweste ist nicht besser. Das Friedensbotengewand. Das könnte ich theoretisch Cyrus anlegen, oder? Yep. Und Eisenrüstung. Ich hätte noch eine Eisenweste. Die ist aber auch... nicht wirklich besser? Doch, eigentlich schon. Elementare Verteidigung ist viel höher. Dafür ist die physische... naja, ein bisschen kleiner. Minus 14. Gegen plus... Ach komm, nimm die Eisenweste.